Moin meine ganzen Schnitt, jetzt willkommen zurück zu einer neuen 51 Worldwide Games. Heute mit Peter, Christian, Bram. Hallo. Und meiner Wenigkeit. Und wir spielen heute Blackjack und Noten. Oho, Jonathan, der feine Herr, redet ganz hochgestochen. Nach der letzten Folge lief es ja nicht so gut, deswegen mache ich mal nur 5. Jetzt kannst du Man zumindest halt nicht bluffen. Das stimmt. Das Oder stimmt, ausgeblufft werden. König 9. Ja! Target. Nice, das ist okay. Halten. Das ist okay. Das Ziel vom Blackjack ist, so nah wie möglich an die 21 zu kommen und nicht über die 21 drüber zu kommen, weil dann hast du verloren. Sagst du verdoppeln? Das kriegen wir hin. Halten. Ja, Sigi. M13 werde ich wohl ziehen. Schade. Nee! Oh, was ein Glück. Wieso sagst du, nee, dazu 20? Ja, weil ich ja Angst gehabt habe, dass das doch klappt. Hat die Bank einfach 19 gehabt, das ist ja wohl eine absolute Frechheit. Ob man hier Karten zählen kann? Ah, guck mal, der Platz ist scheißegal, weil der auch rotiert. Was für ein Platz? Nee. Ich bin immer noch an meinem Platz. Ja, Christian ist der Erste. Achso, du meinst, wer anfängt, okay. Ja. Achso, ja, dann stimmt. Ey, das war eine gute Runde, dann machen wir jetzt mal... Setzt 5. Ja, genau, Alter! Alter, Jay ist so ein komischer Typ. Du kriegst einen Blackjack, Jay. Ja? Nein! Oh Mann! Du hast 19 ist aber trotzdem. Ja, sehr ja, gut, ja, 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 ja. Jetzt darf ich nur nicht verklicken. Gerade splitten kann man hier. Nee, jetzt bei einer 3 ist gut. 3 ist gut. Meinen 6 konnte ich nicht splitten, Christian Feld. Bis wann geht immer in meinem Casino mit 16 oder so, ne? Dealer must draw to 16. 16 in Stand und Stand. Steht ja da. Halten. Dann halte ich auch. Ja, ich halte auch. 20. Nein! Ja, ist doch okay, Scheiße, zumindest Remi. Kennst du wieder, ja, das ist ja schon mal nicht so schlecht. Eben. Ich blitz jetzt einfach mal 90. Aber das wäre voll weißt geil du, was, das mache ich jetzt auch. Ja, komm, ey! Du machst mir alles nach. Ein bisschen Puffer. Mach nur 85, ist nicht nachgemacht. 100. Ja, setz dir 100, der verrückt. Ich will das schon gewinnen, das Spiel. Ich will das auch gewinnen. Warte, ich muss ein bisschen scrollen. Du kannst da oben drücken. Oh, shit. Oh, nicht nachgemacht. Komplett was anderes. Ich hab danach noch zumindest für die nächsten Runden. Oh shit, 7 ist scheiße. Ja! Na, guck mal, ich hab eine 14. Nein! Wenn die ein Ass hat, ne? Du Huren-Casino-Dealer! Frag ich mich halt, ob der schon aufgedeckt hätte. Boah, weh, da ist jetzt ein Bild wieder 14, drunter, ne? 14 ist halt eine Kackkarte. Boah! Er verkauft sich, Bram. Nachdem ich schon so viele kleine Zahlen gezogen habe. Ja. Na komm. Okay, du glaubst, da kommt jetzt ein Bild. Ich glaube, da kommt jetzt ein Bild. Gott, Alter. Ich halte. Oh mein Gott, ich hasse mein Leben. Ja, ich hasse meins auch. Ja. Ich hab die mal gezogen. Trotzdem ist trotzdem eine 10, die da liegt. Wenn der letzte dran ist, Jay hat schon gehalten, ne? Also, ja. Ja, wird ja, bei der 18. Also. Komm, überkauf dich. Ich hasse Huren-Remis! Einzig Dennis hätte quasi noch ein Remis rausholen. Ja, richtig geil wäre gewesen, wenn Christian nicht gezogen hätte. Was für Scheiße, hätte Mann! Hätte 14 dann 24 gemacht. Ne, ja, der hätte trotzdem die 20 da gehabt, weil die 20 lag da dran. Schon. Ja, stimmt, die 20 lag da schon, da musst du gleich ziehen. Das ist halt enttäuschend. Wir sind einfach gefickt worden vom Spiel. Wollen wir jetzt hier ein bisschen auf die Bremse treten? Warte mal, Grundeinsatz ist 10. Wenn man verloren hat, heißt immer jetzt 20. Hab jetzt zweimal so gut gespielt, jetzt kann ich auch nicht so viel machen. Nehme ich wieder. Oh, 5! Halten! Nice. Oh!
Hast du die 5 verdoppelt auf 10? Ich hab 10 verdoppelt, ja. Krasser Typ. Für ja, die halten reicht. Nein, er macht die 8 raus. Warum hatten wir so... Wieso gibt's denn nur Zahlen? Die 8 nur Zahlen reicht. Natürlich, gefühlt gibt's nur Zahlen. Wie viele Decks sind ein Blackjack-Deck? Keine Ahnung. Jetzt wir haben übrigens alle verloren zu Beginn. Oder ob das, ja, weiß ich nicht. Die Bank zockt einen immer ab. Christian 40 macht. Ich also solange ich kann, verdoppel ich halt, bis ich gewinne oder pleite bin. Au. Schon wieder das 14. Das wird nur 10. Oh, 6. 6. Nur Zahlen. Ich fick mich doch jetzt wieder, ein, oder? 10. Da liegt eine 6, Jonathan. Okay, war eine 11. Aha! Alter, what the fuck, ey? Da hätte man auch nichts machen können. Selbst wenn Bram nicht gezogen hätte, hätte trotzdem. Die Frage 20 ist: gewinnt gehabt. Die Bank vor uns allen? Bevor die Runde vorbei ist. Ja, richtig. Ich bin total voll am Verlieren, ey. Scheiße. Wir haben alle mit 100 gestartet, ey. Wir sind richtig gut. What the fuck? Okay. What the fuck? What? Ich kann mal eben Schulden machen. Wieso kannst du Schulden machen? Weiß ich nicht. Voll nice, ich will auch Schulden machen. Ich will auch Schulden machen. Ich mach auch Schulden. Wollt ihr mich verarschen? 18, oh. Guck mal. Oh nein, das ist 14. Ja, aber du stehst gegen eine 6 und der muss bei 16 nochmal ziehen. Ja, okay, das stimmt. Chance, das er ist sich ein guter Punkt. Ist hoch. Nee, da kommt eine Zahl und dann das Richtige. Was der braucht. Ja, da kommt eine 10. Rigged. Der hat 16. Wenn der dazu im Minus geht, das ist voll geil. Ja, mit dir, das Spiel ist voll gut, weißt du, zack, der Glücksspiel bringt na, Schulden machen ist okay, dann hat schon vermutlich eine gute Karte. Das ist belastend. Das war's dann, ne? Das ist echt belastend. Schon wieder eine 11? Das ist... Oh. Yes! Nice! Yes! Schulden machen war wie gut. Wie unfair, das ist yes! Was macht der mit diesen Schulden machen? Das ist ja mega lächerlich. Das kannst du doch jetzt auch machen. Das ist dann unfair. Du kannst ja jetzt auch 100 setzen. Ich weiß nicht, wie viel Schulden man machen kann. Das wird jetzt von Jonathan Apfel erstmal herausgefunden. Ja, doch, doch. Ja, ich will auch eine Sache. Ja, du kannst maximal 100 setzen. Ja. Okay. Ja, warte mal, da fangen wir doch bei... Das ist trotzdem mega lächerlich. Warte mal, vorhin haben wir noch 3. Das heißt, ich könnte noch... Ich sollte draus sein. Aber bei Poker darf ich nicht mich überkaufen. Oh, fick dich, Spiel! Überkaufen, ehrlich! Hast du dich da hier auch nicht? Halten! Alter, das ist doch scheiße. Haha, die 12, ich kenn sie. Hab auch schon mal gehört. Als ob du bei einer 12 dich nimmst. Ja, nimm doch bei der 15. Nee, das ist ja schon was ganz anderes. Ja! Oh mein Gott, das ist ja echt oh mein Gott. Gott. Komm. Ja! Ich dachte, der hat da schon wieder eine 4 und eine 6 liegen oder so. Da geht es doch wieder voran. Okay. Guck mal, Blackjack, man gewinnt ja doch immer. Wenn man da so positiv rausgewinnt, mehr zu ankommen. Man muss immer nur einfach Geld reinzahlen. Dann gewinnst du immer. Wenn du genug Geld hast, ist die Nummer, du fängst, du setzt ein. Und wenn du verlierst, setzt du danach 2, verlierst du danach, setzt du 4, dann 8 und verdoppelst halt immer. Brauchst halt nur eine Menge, also brauchst halt nur unendlich Kapital. Ja, aber das wird halt dadurch reguliert, dass es normalerweise ja so Setzlimits gibt. Ja, 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 also an so niedrigen Tischen auf jeden Fall. Was habe ich gerade gesetzt? Ja gegen Peter mithalten. Damit. Ja, da mache ich nichts, man. Da ziehe ich sicher nicht. Halten. Der hat halt wichtig. Eine fucking 10, ey. Zum Kotzen. Alter, what the fuck?
Ja, okay. Da ist die 12 wieder. Alter, du bist ein abgefuckter Motherfucker. Aber 18 halten. Wird, glaube ich, zu wenig sein, oder? Ja, das könnte gut sein. Als wenn der Blackjack da liegen hat. Als ob wir alle verloren und haben. Normalerweise. Ach, ist doch Hure, ey. Du, normalerweise wird direkt aufgedeckt, ne? Ist doch Hure. Irgendwie kenne ich das schon. Alter, Blackjack, ihr leckt mich. Weißt du, lässt uns da nochmal schön alle setzen. Ja, genau. Ja, und dann sitzt der Dealer da noch so. Wollen sie nicht verdoppeln? Alles. Ja, deswegen guckt der Dealer vorher immer kurz unter die zweite Karte, oder? Ja. Spiel, ey. Jetzt werden einfach 100 gesetzt. Oh, wir werden aber auch ein bisschen beschafft. Komm, 17! Wieder. Alter, deine Mutter! Oh mein Gott. Ha? Der hat eine 5. Halten! Oh, bitte, ey, jetzt überkauf dich doch mal. Ja? Nein! Fick dich! Der Hurensohn, Alter, komm, ich mach das meiste Minus hier. Kann doch nicht wahr sein! Hey Jay, du bist am Führen, ja? Chill mal ja. Deine Base. Kann letzte ich eigentlich, Runde. Wenn ich jetzt 100 setze, voll ins Minus gerecht, dann nochmal verdoppeln? Fuck die letzte Runde! Ich muss kurz mal rechnen, warte mal. Wenn ihr gewinnt, ja. Christian kommt auf, wenn er gewinnt, kriegt 200 dazu. Das heißt, du kommst auf. Ja, 200 minus 121 sind? 69, 70. 70, ja. 79, das ist doch gar nicht so schlecht. Das heißt, ich muss ja gar nicht so viel machen. Das ist richtig, aber ich setze einfach Maximum. Ich muss gar nicht so viel machen, 50. Ich muss gar nicht so viel machen, setz random 50. Ja, noch verdoppeln. Fuck, ihr könnt ja auch noch verdoppeln. Nein! Ja, bei einer 18 werde ich wohl kaum verdoppeln. Das ist deine Chance, Bram. Da ist eh ein Hurenblackjack drunter. Das ist deine einzige Chance. Wenn du jetzt verdoppeln kannst, verdoppeln, weil das ist deine einzige Chance. Ja, eben. Also, selbst mit einer fucking 2, also. Habe ich dir die 10 schon mal weggenommen, Bram? Verdoppeln. Ich bin am Arsch. Komm. Oder überkauf. Ah, ich steh 2. Komm, überkauf dich. Die 17. Please, oh, wenn Peter die 2 gekriegt hätte. Eieiei. Überkauf dich. Ich überleg einfach auch zu verdoppeln. Oh Mann, ey. Ach komm, okay. Aufgeschissen. Oh, ja! Ja, genau! 400. Ja, damit gewinnt Peter ganz klar, würde ich mal sagen. Mein Einziger, der Fluss gemacht hat am Ende. Gut geschafft, also auf jeden kann Fall. Kann nicht wahr sein. Jetzt seid. Guck dir, Peters letzte Runde hat er noch minus 19 und danach hat er 181, weil man unendlich Credit kriegt von der Bank. Was ne Scheiße, Mann, ey. Gutes Spiel. Boah. Gutes Spiel. Blackjack ist super. Ja, vielen Dank fürs Zusehen, haben Sie rein, bis dann und ciao. Tschüss. Tschüss.